Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Für diejenigen, die einen Garten haben und jetzt im Sommer wieder unter einer Zucchini-Schwemme leiden, für die habe ich hier ein gesundes, low-carb, veganes und glutenfreies Zucchini-Rezept. Und zwar machen wir ganz leckere, normale Zucchini-Puffer, allerdings ohne Eier zu benutzen, ohne Getreidemehl zu benutzen und ohne säurebildenden Käse. Diese sind jetzt die drei Zucchinis aus meinem Garten, eine gelbe dabei und zwei ganz normale grüne, die ich jetzt für dieses Rezept hier benutze. Also drei gesunde Bio-Zucchinis. Wir entfernen die Enden und dann werden diese Zucchinis einfach hier auf einer Gemüsereibe geraspelt. Und zwar auf der groben Seite einer Gemüsereibe. Die gelbe Stelle hier auf der Gemüsereibe ist von dem Kurkuma, den ich so oft benutze. Der hat eben die ärgerliche Angewohnheit, dass er eben alles gelb färbt. Dann raspeln wir noch eine rote Bio-Zwiebel, wie wir gerade gesehen haben, und zwei Bio-Knoblauchzehen. Die roten Zwiebeln sind um ein Vielfaches gesünder als die weißen Zwiebeln übrigens. Und dann geben wir die trockenen Zutaten hinzu. Das hier sind jetzt die Hefeflocken. Die ersetzen eben den Käse und geben den Zucchini-Puffern einen sehr leckeren Geschmack. Sie sind auch sehr gesund und enthalten sehr viele B-Vitamine, allerdings werden die natürlich hier jetzt durch das Braten leider zerstört. Dann kommt das Flohsamenschalenpulver hinzu. Das tut die Eier hier ersetzen, weil es die ganze Masse sehr schön bindet. Und die Flohsamenschalen sind eben sehr gesund für den Darm. Und dann habe ich hier jetzt noch geschrotete Leinsamen hinzugegeben. Die sorgen eben auch für die Bindung, damit eben diese wasserhaltigen Zucchinis davon aufgesogen werden und schön gebunden werden an die anderen Zutaten. Und das hier ist jetzt Kichererbsenmehl. Das ersetzt eben das gluten- und kohlenhydratbehaftete Getreidemehl. Und folgende Gewürze kommen hinzu: Paprika, frisch geschossener Pfeffer, Kurkuma, Himalaya-Salz und Bio-Gemüsebrühe. Bei den Gewürzen kann man immer variieren, wie man das gerne möchte. Ich gebe immer gerne Kurkuma und Pfeffer natürlich hinzu, weil der Kurkuma eben entzündungshemmend ist und so gesund für den Körper. Ebenso natürlich das gesunde Himalaya-Salz, welches immer das giftige Kochsalz ersetzt. Jetzt wird einfach alles gründlich durchgemischt und am Ende kommt noch klein gehackte Petersilie hinzu, frische Bio-Petersilie. Alles nochmal kurz unterrühren und damit haben wir den Teig auch jetzt schon fertig vorbereitet. Und dann können wir die Zucchini-Puffer auch schon in der Pfanne anbraten. Dazu geben wir hier jetzt Bio-Brat- oder Backöl hinzu. Das ist hochwertiges, desodoriertes Sonnenblumenöl, was dem Körper nicht schadet, im Gegensatz zu dem toxischen, raffinierten Speiseöl. Das benutze ich manchmal anstelle des noch viel gesünderen Kokosöls, einfach weil es eben günstiger ist als das Kokosöl. Kokosöl und Bio-Butterschmalz wären allerdings die gesündesten Varianten zum Anbraten. Ja, diese Zucchini-Puffer sind eben um einiges gesünder als die herkömmlichen Zucchini-Puffer, weil sie zum einen kaum Kohlenhydrate beinhalten, denn Kohlenhydrate werden ja immer in Zucker verstoffwechselt und die treiben den Insulinspiegel in die Höhe. Und das zerstört auf Dauer unsere Organe, deshalb sollte man Kohlenhydrate so wenig wie möglich benutzen oder möglichst eine Low-Carb-Ernährung pflegen. Dadurch, dass die Kohlenhydrate wegfallen, fällt auch das schädliche Gluten weg, welches unsere Därme verkleben würde. Und durch das Kichererbsenmehl bekommen wir vegane Proteine, die wir in moderaten Mengen zu uns nehmen sollten. Das Flohsamenschalenpulver ist sehr gesund und gut für den Darm. Es hilft gegen das metabolische Syndrom, es hilft gegen erhöhte Blutzuckerwerte, gegen erhöhte Blutfette, gegen Bluthochdruck und gegen Übergewicht. Auch die geschroteten Leinsamen sorgen für eine gute Darmflora und versorgen uns mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren. Die fertigen Zucchini-Puffer schmecken richtig lecker, mashallah. Man merkt kaum einen Unterschied zur herkömmlichen Zucchini-Puffer. Die einzige Ausnahme ist eben, dass sie relativ weich in der Konsistenz sind und nicht so knusprig wie die herkömmlichen Zucchini-Puffer. Man könnte die leckeren Zucchini-Puffer jetzt mit einem veganen Dip genießen, zum Beispiel mit diesem Knoblauch-Dip, den ich schon mal gemacht hatte. Den habe ich hier jetzt allerdings nicht gezeigt. Das Video dazu könnte ich euch hier oben nochmal verlinken. Ansonsten könnte man sie auch einfach mit leckerem, frischem, gesundem Gemüse genießen, wie hier jetzt in diesem Fall. Mit gesunden Radieschensprossen, Petersilie und einfach hier anderem Gemüse, wie jetzt hier die Paprika zum Beispiel. Und dann könnte man sogar die Zucchinis hier als Wrap benutzen, indem man halt die gesunden Sprossen und zum Beispiel auch fermentiertes Gemüse, wie wir das jetzt hier sehen, in solch einen Zucchini-Puffer einwickelt und ihn dann mit der Hand als solch einen Wrap verspeist. Das gelingt mit diesen Zucchini-Puffer eben besonders gut, weil sie eben so weich und biegsam sind. Und diese Biegsamkeit wird eben durch das Flohsamenschalenpulver und die geschroteten Leinsamen verursacht. In den Wrap könnte man zum Beispiel dann auch diesen leckeren veganen Knoblauchdip geben. Das Video hatte ich euch ja oben schon verlinkt.
Ja, insgesamt ein richtig leckeres Rezept. Nicht nur lecker, sondern eben vor allem gesund und basenüberschüssig, mashallah. Und dazu richtig einfach herzustellen, wie ihr jetzt gesehen habt. Ja, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch guten Appetit, gutes Gelingen beim Nachmachen. Vergesst nicht, Bismillah zu sagen. Und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.